Komm, jetzt letzter Versuch für heute. Wir haben schon zwei verloren, die ich eigentlich nicht zeigen möchte. Eine vielleicht, muss ich mal gucken, wenn ein besserer Content kommt. Aber eigentlich beide nicht. So. Also eine gute Partie spielen oder zumindest spektakulär. Ich so ein bisschen auf Someone Tilt invites you schon to zu sein play. scheine, vom Gefühl her, wird's wahrscheinlich eher eine spektakuläre Partie. Schon 13 zu 7. Start to Meine play. Güte, warum sind die alle so gut? Ja, gucken wir mal. Wir spielen es trotzdem mal. Spielen jetzt einfach mal so gut, wie wir können, auch wenn es nicht viel ist. Wahrscheinlich den hier, ne? Kennen Sie doch. Ich kenne sie doch, meine Pappen. Ja. Wen soll er mich da doch angreifen? Laufen vermutlich für ihn hier diese ganz besonders, wenn er irgendwie hier umbiegt. Diese, ne? Gibt es ja irgendwann mal, glaube ich. Was ein bisschen ärgerlich ist. Aber irgendwas ist ja immer. So. Kann ich den spielen? Habe ich letztens irgendwie mal vorgeschlagen gesehen von der KI. Da jetzt schneidet, muss ich hier Atari geben. Nochmal Atari geben, nochmal schieben. Oder da spielen. Das weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Verdammt. So, jetzt macht er halt hier seinen Ponoki. Hier, wenn er da schon Stein stehen hat, weiß ich gar nicht, ob diese Variante jetzt gerade in dieser Situation wirklich Sinn gemacht hat für mich. Ja. Dann ist das halt so. Noch ist es hoffentlich ausgeglichen. Müssen wir jetzt ja, glaube ich, hier spielen. Hier spielt, können wir da durch. Da spielt, können wir da nicht durch, ja. Hier, dann hat er halt den, ne? Wir schieben einfach nur da. Kann er den spielen? Ja, dann kann ich zur Not auch den machen. So, jetzt können wir ihn hier ein bisschen flach drücken. Ja, weiter leider nicht mehr. Gut, sowas vielleicht noch irgendwo mal, aber naja. So, da. Den hier, was so ein bisschen interessanter ist für seine Form hier, um die mal zusammenzuschieben so richtig.
Habe ich halt Angst vor dem Zug. Da kann ich dann ja irgendwie nicht mehr durch, weil ich dann hier einen Atari kriege und dann den ursprünglichen Stein hier verliere. Also spielen wir mal den. Vielleicht hätte ich auch nur einen kürzer springen sollen, aber dann hätte er vielleicht da angelegt, wo ich jetzt gespielt habe. Sah mir auch irgendwie nicht überzeugend genug aus. Passiert, wenn er hier spielt und auf dem Umbieger schneidet? Das überlegen wir uns dann. Jo, die Agi so mit. Nee, ne? Anlegen, schneiden oder so. Nichts Direktes, glaube ich, aber da können wir sicherlich irgendwie einsteigen. Und darauf vertrauen, dass er dann nicht ganz hart spielen kann, weil da eben noch ein bisschen was. Vielleicht dann AJ ist. Andererseits, wenn er getrennt wird, dann kann er hier ja immer noch leben. Ja, wahrscheinlich ist da einfach nicht wirklich was. Da und da, das sind mal irgendwie Züge, die interessant für die Form sind. Aber sonst halt nicht viel. Was mache ich denn jetzt hier, wenn er da, oder will er da nur den spielen? Wahrscheinlich will er nur den hier gleich spielen, ne? Einfach hier. Nicht optimale Form hier, ne? Vielleicht besser da festdecken. Man steckt halt nicht drin. Yoyomi now starts. Und da spielt, ich spiele hier, er spielt da. Noch erst da spielen hier. Dann da und dann das Atari geben, ne? Halt sagen, wenn er da spielt, da und dann hier, dann kann ich das so halbwegs in Vorhand kitten. Ja. Da hat er ja schon mal Augenform, ne? Nimm das Auge kaputt. Halt das hier, ne? Ach, irgendwas immer. Nine. Yoyomi now starts. Ja.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nine, eight, seven. Irgendwie ein bisschen Form machen für die Gruppe. So lebt es doch fast schon. Nine, eight, seven, six. Oh, fast. Ja, können wir da jetzt irgendwie. Müssen wir ja, ne? Noch drin leben. Wenn er jetzt hier spielt, nicht mehr, ne? Dann kann ich nur noch hier spielen. So, so geht da doch jetzt bestimmt noch was. Nine, eight, seven, six, five. Ich bin gerade nicht so wirklich überzeugt von meiner Partie. Das spürt ihr wahrscheinlich auch, so leise, wie ich die ganze Zeit hier schon vor mich hin leide. Na? So, jetzt nur in der Ecke leben hier mit dem Atari und dann dem Diagonalzug ist garantiert zu klein. Die Frage ist halt, kann ich mit dem Zug jetzt hier was erreichen? Die Antwort ist vermutlich nicht viel. Also er kann da decken und dann muss ich ja trotzdem wieder hier spielen. Kann ich da, da dieses Atari Nine, geben? Wenn er eight, hier spielt, das Atari. Seven, ja, okay, six, vielleicht geht five, doch ein bisschen was. Four, wenn er da three, spielt. Two, one. Gucken wir mal. Two Yoyomis left. Habe ich gerade doch wieder ein bisschen Hoffnung bekommen. Hier einfach strecken kann ich ja schneiden, oder? Kann ich da nicht schneiden? Da, da. 9, 8, 7. So. Jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, das hier ist am klarsten, oder?
Aber jetzt. Nine, eight, seven, six, five. Ja. Bei dem hat er hier gepiept, bei dem habe ich ja ganz schlechte Form, bei dem hier kann er vielleicht irgendwann trennen oder so. Ich hätte vielleicht auch da erstmal, ja, kann ich gleich noch spielen. Ja, und jetzt ist seine Gruppe hier doch auch irgendwie einäugig, ne? Nine, eight, seven, six. Meine ganze Zentrumsgruppe, also diese hier, ich habe jetzt gleich drei, sind halt alle irgendwie noch nicht so richtig am Leben, ne? Das könnte vielleicht mein Problem sein. Da machst du halt nix. Nine, eight, seven, six, five, four. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Da machst du halt nichts dran. Die sollte jetzt einfach leben. Die ja auch schon fast. Ja, und die wird schon klarkommen. Wie steht's dann? Er hat hier 10, 20, 30, 9, gut. 8, 40, 50 7, Punkte. 6, 5, 4, vielleicht 50 3, plus Komi. 2. Dauer 50 plus Komi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ja, jetzt muss ich da leben. Das tue ich mit dem Zug aber, glaube ich, auch, weil ich kann ja nicht die drei Steine jetzt abgeben. Dann haben wir ja hier noch so eine Art Vorhand. Die werden schon leben, ne? 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Peace. Ich selber spielen sollen. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Mist. Yoyomi's left.
Ich da jetzt noch irgendwie meine Augen zusammen. Ich fürchte fast, das wird schwierig. Ach so. Okay. Ja, dann hier rausziehen. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. So hoffe ich halt, dass ich da spielen kann, oder wenn er irgendwie sowas hier spielt, dann habe ich da ja auch noch irgendwie den Zug als Center und könnte hier leben, dann kann ich also die auch anbinden, hier den Zug. Eight, seven, und er muss vielleicht six, ja auch nochmal hier zurückkommen. Four, three, two, one. Mal das jetzt bringen hier. Nine, eight, seven. Wir tun es einfach. Irgendwelche Koderungen spielt, die ihm Freiheiten kosten. Das kann ich ja auch nur begrüßen. Four, three, two, one. Last Byo-Yomi. Ja, das kann ich nicht so ganz begrüßen eigentlich. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Ja, ich habe nicht mehr allzu viele Freiheiten jetzt, ne?
Eieiei, wo wird das jetzt enden? Ich hoffe, mit irgendwie einer Freiheit mehr für mich oder mit irgendwie einem Co, was ich dann zuerst schlage, wenn es wirklich heiß wird. Aber Nine, ja, sind eight, eher seven, Hoffnungen. six, five, four, Ganz three, vage, fast verzweifelte Hoffnungen. So, er kann hier drohen, na ne, klar. nine, eight, seven, Oh six. Mann. Five, four, three, two, one. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das wird. Glücksspiel mal wieder auf allerhöchstem Niveau. Er ist halt irgendwie immer einen früher dran. Kacke. Ja, jetzt kann er da spielen. Ich muss hier schlagen. Er schlägt hier. Ich muss da schlagen. Er kann zurückschlagen. Ach, das ist doch schon wieder scheiße. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Aber nicht, okay. Reicht natürlich auch locker, ne? Es sind nur 7,5 Punkte. Kann man ja fast noch mal gucken. Ja, zum Glück hat er das nicht so gespielt, weil er hätte da eigentlich einen Doppelko gehabt. Meine ich zumindest. Nine, Trotzdem wirklich eight, ärgerlich, dass da irgendwie seven, nicht was six, Besseres drin. five, four, Stimmt, war was three. Besseres drin, aber ich habe es halt nicht gefunden. Das ist ärgerlich. So. So haben wir es korrekt formuliert. Ja, da hat er jetzt auch wieder einen Co. Doch alles nicht richtig, oder? Oder findet das hier Nine, irgendjemand richtig?
So, 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 so. Da, da. Kann leben, ne? Kann leben. So, so, so. Nine, eight, seven, six, five, auch. Four, three, two, one. Ich spiel das mal so. Eight, seven, six, five, four, three, two. So, jetzt bin ich eigentlich wirklich auf Tilt. Und wahrscheinlich auch zu Recht, oder? Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Das führt halt mit über 20 Punkten, ey. Das kann doch alles nicht wahr sein. Doch ist es leider. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin jetzt gerade wieder angekommen in dieser Phase, wo ich einfach kein Selbstvertrauen mehr habe und mehr von diesen schlechten Zügen spiele, die ich auch sonst manchmal spiele, aber es da halt nicht merke und dann einfach vernünftig weiterspiele. Jetzt merke ich das irgendwie sofort, wenn es gerade mal nicht optimal läuft und bin dann in so einer Abwärtsspirale drin. Kennt ihr das auch? Ich kenn's leider nur zu gut. Ach, Menno. Das Fuseki war auch, glaube ich, besser für ihn irgendwie. Im Zentrum, als er da umbiegen konnte als erster. Irgendwie zu schwach überall. Für meine Vorlieben. So, jetzt muss es wirklich reichen für heute. Das wird ja immer schlimmer. Also, ich hoffe, die Partie hat euch gefallen, falls ich ein Video draus mache. Aber wahrscheinlich verdränge ich das möglichst schnell hier, oder? Ja, also dann. Macht's gut. Ciao. Falls doch. Ja, am Anfang der Partie habe ich gar nicht so schlecht gestanden, wie ich zwischenzeitlich vielleicht den Eindruck hatte. Aber so ein paar Sachen haben sich dann auch wieder bewahrheitet, wo ich ein ungutes Gefühl hatte. Zum Beispiel bei dieser Variante hier, die scheint tatsächlich nicht optimal zu sein, wenn er da oben auf O17 das Gamer schon stehen hat. Das quasi wartet, um meinen Einfluss da zu reduzieren. Da hätte ich dann also spätestens hier jetzt auch diesen Strecker sein lassen sollen. Den spielt man vielleicht, wenn man gleichzeitig damit droht, eine Treppe zu spielen oder ähnliches, aber das war hier ja nicht der Fall. Ja, dann ging es weiter mit beiderseitigen leichten Ungenauigkeiten. Also hier zum Beispiel wäre der Formzug G13 einfach besser gewesen als das Pressen da auf J16, um im Zentrum einfach schönere Form zu haben. Er hat dann aber auch auf meinen Zug irgendwie geantwortet, statt da vielleicht mal durchzuschneiden oder zumindest da den Schnitt einzubauen. Das Laufen auf der dritten Reihe war ein überraschend großer Fehler. Also das hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass das so viel kostet, 3 Punkte gleich. Ja, aber dann wieder wollte ich ein bisschen zu viel mit G12. G13 ist immer noch der bessere Zug hier. Ja, und das ging dann so ein bisschen hin und her. Und die Partie pendelte so um den Nullpunkt. Dann zeigt sich aber hier schon so allmählich, was mein Problem ist. Ich hätte hier den Angriff erstmal unterbrechen sollen und selber irgendwas im Zentrum spielen für meine Zentrumsgruppe. Auch danach wieder hatte ich aber in der Partie, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich das Gefühl hatte, vielleicht wäre H12 hier besser gewesen als G10, äh, G,
11. Aber ja, das ist vielleicht nur ein kleiner Unterschied. Und dann hier den einen Stein zu retten auf N5 mit, oder zu versuchen zu retten mit N4, war schon ein ziemlich großer Fehler. Da hätte ich einfach irgendwie meine Gruppe am rechten Rand sichern sollen. Ja, er hat dann aber bei meinem Einstieg da oben rechts auch ja wieder Fehler gemacht, sodass ich plötzlich dann doch wieder in der Partie war. Mein Zug R11 war aber etwas zu voreilig, da hätte ich tatsächlich erstmal das Atari geben sollen auf R13. Er hätte nämlich danach auch auf R13 rausstrecken können und ich hätte dann nicht so ganz gewusst, wie es weitergeht nach meinem Schnitt. Wahrscheinlich ja, kann er dann aber, oder kann ich eben doch nicht direkt schneiden. Und das Rausdackeln wäre vielleicht ein bisschen komplizierter geworden als so wie in der Partie, wo ich es eigentlich relativ bequem hatte. Dann habe ich aber wieder mit P13 meine Stellung oder meine Form sehr schwer gemacht. Da hätte ich sofort auf S12 decken sollen und ja, mehr oder weniger sicher leben. Ja, die Partie ist aber überraschenderweise eigentlich noch spielbar, wenn ich jetzt nicht zu voreilig da versucht hätte, die Ecke abzusichern. Das auch noch mit dem falschen Zug, also C4 hätte da deutlich weniger AG gelassen. Aber ich hätte eben irgendwie erstmal was für meine Zentrumsgruppe tun sollen, sei es mit H16 zuerst oder mit so einem Zug auf O15. Ja, und mit seinem Angriff hier auf J14 war die Partie halt für mich schon sehr schwierig. Zum einen, weil ich eben einfach hinten lag schon mit 5 Punkten. Und weil ich dann irgendwie um meine Gruppe mich kümmern musste, was gar nicht so einfach war. Aber hier hätte er zum Beispiel erstmal den einen Stein anbinden sollen. Dadurch, dass er da gestreckt hat, hat er mir dann doch wieder irgendwie eine Chance gegeben, selber hier auf 1 zu spielen, was ja zwar da kein Auge macht, aber erstmal Vorhand ist. Und dann habe ich ein halbes Auge eben auf G13. Und da muss man mal gucken, wie es weitergeht. Klar, Schwarz führt noch, aber dann habe ich vielleicht bessere Karten. Das war natürlich rein... ja, vom Auslesen her irgendwie im Biyomi nicht machbar. Das lasse ich mal für mich als Ausrede gelten. Und ich hätte hier immer noch leben können, aber hier steht Schwarz einfach schon ja, ganz klar besser. 15 Punkte inzwischen fast, wenn ich hier auf ja, K10 spiele. Oder eben statt da reinzustechen und versuchen ihn zu schneiden mit L8 und K9 erstmal selber vielleicht versuchen mit J8 Augenform zu machen und dann zu leben. Aber beides reicht halt nicht mehr, um die Partie zu gewinnen. Ja, wenn er danach dann eben meinen unteren Rand relativ einfach reduziert. Und ja, das war dann im Prinzip ein bisschen verrückt, das Go, was ich da oder was ich da versucht habe anzufangen. Ich habe dann ja irgendwann gedeckt, weil ich dachte, vielleicht reicht das noch, aber habe die Freiheiten eben nicht sauber ausgezählt vorher. Als ich auf H10 gedeckt hatte, war es im Prinzip vorbei, wenn ich das Go weitergespielt hätte. Wäre es aber auch vorbei gewesen. Und hier nochmal zum Abschluss die Chance, die er verpasst hat. Meine Koderung da auf E11, die war halt eigentlich sehr schlecht, wenn er da deckt. Dann hat er nämlich einen Doppelko, wie ich in der Partie auch schon erwähnt hatte, dass ich das eigentlich vermutet hatte. Ich kann dann zwar meine Gruppe retten, wenn ich da einen Atari gebe und ja die andere Gruppe im Prinzip sterben lasse. Aber das führt mich ja auch nicht näher zum Sieg, sondern das sind eher jetzt 30 Punkte Differenz. Während dadurch, dass er ja, mich da eben hat abschneiden oder durchschneiden lassen durch seinen Bambus, waren es vielleicht nur 10 bis 15 Punkte, aber eben auch noch locker genug für ihn.